Der Erklärbär sagt Danke für über 100 Abonnenten. Bleibt treu, abonniert den Kanal, weil nur so kann es weitergehen. Ich freue mich über jedes Abo und bedanke mich, wie gesagt, schon bei denen, die es abonniert haben. Löchert mich bitte mit Fragen, mit Sachen, wo ich erklärt haben wollt, Dinge, die euch schon lange beschäftige oder auf dem Fell liegen, wie auch immer. Jetzt erzähle ich auch noch kurz einen Witz. Und zwar ein Hasewitz. Fährt ein Has auf der Autobahn mit der Honda schön nebenher beim Cabriolet. Fährt und gibt Gas. Und fragt den Typ im Cabriolet: Ey, kennst du Honda? Typ total genervt. Ja, was soll der Mist jetzt mit auf der Autobahn da? Gibt halt Gas, dass er dann nicht mehr sieht, ja. Der Has: Kein Problem, ich gebe auch noch mehr Gas. Gib Gas. Hol den Cabriolet-Fahrer wieder ein und nervt ihn schon wieder. Ey, sagt er, kennst du Honda? Der Typ: Ey, sag mal, ist der noch ganz sauber? Was interessiert mich Honda, will ich gar nicht wissen. Gib noch mehr Gas, fährt schneller, will denn unbedingt loswerden. Der Has denkt: Ja, was soll's? Ich gebe Gas, dann hole ich locker ein mit dem Motorrad. Gib Gas, dauert kurze Weile, ist schon wieder neben am Cabriolet-Fahrer. Krüllt wieder nüber zum Fahrer: Ey, kennst du Honda? Fahrer: Gib Gas, gell? Auf einmal hört er nur noch reife Quietsche und ein Schlag gibt's und bam, boom, batsch. Der Has liegt neben an der Autobahn im Straßengraben, das Motorrad total zerlegt und alles, gell. Der Fahrer hat es halt realisiert, haut auch die Bremse neu, fährt zurück, steigt aus, will gucken, ob es dem Has gut geht, ob ihm was passiert ist, sagt er: Ja, was los? Der Has einigermaßen noch in Ordnung, aber ziemlich zerdeppert: Hey, kennst du Honda? Sagt sie: Ja, natürlich kenne ich Honda. Weißt du, wo Bremse ist?